Ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. So gesehen könnte dieser Ausflug zum besten Urlaub aller Zeiten werden. Ich fühle mich schon richtig entspannt. Dörfer besitzen ihren ganz eigenen Charme. In unserer Vorstellung liegen sie idyllisch zwischen Wald und See. Ihre Bewohner werden morgens von Sonnenschein und Vogelgezwitscher wachgeküsst und alles duftet nach Blumenwiese. Und dann gibt es da noch so Käffer wie Trüberbrook. In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke, tote Oma. Der amerikanische Physiker Hans Tennhauser scheint sich nicht groß zu wundern, als ihn eine Gewinnbenachrichtigung in das abgelegene Trüberbrook führt. Und das, obwohl er an gar keinem Gewinnspiel teilgenommen hatte. Doch kein Problem für Hans, der gerne die Gelegenheit nutzen will, um in aller Ruhe an seiner Abschlussarbeit über Quantenphysik zu schreiben. Das fiktive Trüberbrook versprüht den Charme eines deutschen Klischee-Kaffs in den 60ern. Trotzdem hält Hans alles fein säuberlich mit seinem Diktiergerät für eine gewisse Beverly fest. Als er schließlich die Pension betritt, trifft er endlich auf die ersten Menschen. Die stattliche Wirtin Trude weist ihm ein Zimmer zu, doch die erste Nacht ist nicht wirklich erholsam. Ein dreister Dieb stiehlt die Dissertation und der Physiker wird zum Detektiv wider Willen. Plötzlich wird es mysteriös. Wer ist der nächtliche Dieb mit der leuchtend grünen Schleimspur? Was hat es mit der Mine und der Heilanstalt in den Bergen auf sich, von denen die rätselige Wirtin erzählt? Und wer ist diese aufdringliche Greta, der Hans zufällig begegnet? Ich frage mich, wer zum Geier eine Abhandlung über Quantenphysik klauen würde. So etwas wie investigative Spannung oder Anspruch über das einfache Anklicken hinaus kommt beim Point-and-Click-Adventure der Bild- und Tonfabrik allerdings nicht auf. Dem Spieler werden keine schnellen Antworten oder Reaktionen abverlangt und der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben hält sich in überschaubaren Grenzen. Zwar wurde sich um eine gewisse Abwechslung im Rätseldesign bemüht, aber auch die sozialen Puzzles, in denen man andere Charaktere überzeugen soll, entpuppen sich letztlich als klassische Dialogrätsel. Das ist nicht schlecht, verpasst jedoch die Möglichkeit für Innovationen. In den Dialogen müssen zudem keine endgültigen Entscheidungen getroffen werden. Zumindest nicht vor dem großen Finale, das man nach 6 bis 8 Stunden erreicht. Die Handlung ist sehr linear, gespickt mit humorvollen Dialogen, kleinen Andeutungen aus der Popkultur und etwas übersinnlichem Wahnsinn. Der Fokus wurde weniger auf eine innovative Spielmechanik als das ungewöhnliche visuelle Design gelegt. Alle Schauplätze in Trüberbrook sind handgemachte Miniaturkulissen. Die kleinen Modelle wurden mit einer besonderen Bildmesstechnik, der sogenannten Fotogrammetrie, digitalisiert und die so entstandenen Modelloberflächen dann noch einmal grafisch vereinfacht. Das Ergebnis sind wunderschöne, detailreich gestaltete Landschaften und Räume, die bereits mit dem Intro ein wenig an die Augsburger Puppenkiste erinnern. Eine weitere Besonderheit des Spiels ist die Synchronisierung, welche mit bekannten Stimmen auftrumpfen kann. So wurden Nora Tschirner, Dirk von Loftzow und Jan Böhmermann verpflichtet, die ihre Rollen sowohl in der englischen als auch in der deutschen Fassung sprechen. Hatten Sie jemals eine außerkörperliche Erfahrung? Sie haben gleich eine außerkörperliche Erfahrung, Freundchen. Leider war die Synchronisierung nicht immer überzeugend. Bei einigen Figuren wirkten die Stimmen zu vorgelesen. Manchmal waren sie unnatürlich emotional. Erwähnenswert ist auch die Steuerung. Im Grunde ist sie für ein Point-and-Click-Adventure recht klassisch gehalten. Jedoch fehlt das Inventar vollständig. Zwar kann man sich die eingesammelten Gegenstände angucken, doch nicht direkt anklicken. Gelöst wurde das mit einem Auswahlrad, das 4 Handlungen vorgibt. Sprechen, aufnehmen, betrachten und interagieren. Kann man mit einer Sache oder einer Person interagieren, werden einem die möglichen Gegenstände aus dem Inventar vorausgewählt angezeigt. Dies vereinfacht die Rätsel enorm, führt einen aber auch manchmal in die Irre, da nicht jeder Inventargegenstand einen Effekt hat. Ein interessantes Feature für Adventure-Einsteiger, da man sich nicht wahllos durch das Inventar probieren muss und so Frust vorbeugt. Und für junge Rätselfreunde gibt es sogar einen Kindermodus, der zusätzlich Massagegeräte und Zigaretten verschwinden lässt.